Guten Morgen und willkommen zum Risen Special. Zum Ende von Risen, wo wir diese Welt doch lieb gewonnen haben, wo wir in diesem Spiel, was das einzige Projekt gerade war, so gesehen, eine neue Grafikkarte hatten, alles einstellen konnten und dass ich dieses Spielart auch endlich mal spielen konnte. Was heißt konnte? Ich konnte schon vorher, aber ich habe es nie gemacht, weil Konsolero und so, ne? Wir haben hier Fred. Was haben wir vor mit Fred? Der Regen zeigt es schon ein bisschen, muss ich zugeben. Wir haben ein Special vor. Opposite Day. Ne, Fred? Das heißt, wir werden dich trotzdem noch lieben. Keine Sorge, du gehörst nicht dazu. Aber wir werden ein Bösewicht. Und wir werden Massaker machen. Und das wird bestimmt lustig. Und alle, wir fangen einfach mal an. Denn ich hab's ja mal gesagt, ich will am Ende zeigen, wie mächtig ich bin. Und das schaffen wir, indem wir alle töten. Was soll das? Steck die Waffe weg. Oh yeah. Tja. Batsch! Au! Ah! Oh mein Gott! Au! Fred, das war voll in die Eier. Was hat er? Eine Armbrust? Was? Ah! Das war der erste Streich. Ne, die meisten Leute wollen ja immer, dass ich, die haben sich immer gewundert, warum ich immer so nett bin und immer den netten Spiel und so, weil ich nett bin. Es ist einfach in meiner Natur. Ich hasse Krieg, ich hasse Leuten Schaden und so. Und jetzt habe ich mir gedacht, als Special für alle Leute, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich ihm gerade richtig, mir wird gerade ein bisschen schlecht. Aber um euch zu zeigen, dass es auch anders geht. Ich leide so. Wir haben das Spiel durchgespielt und jetzt geht's halt los. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Spaß, ja. Und das will ich, indem ich so ein bisschen hinterrücks auch alle einzeln töten möchte. Was fällt dir ein? Wartet. Und die Wache ist schon tot. Oh nein. Wenn ich sie so umbringe, geht das nicht anders. Die Wache hat auch nichts Besonderes. Wir spielen jetzt nämlich voll Assassine. Hallo Fred. Komm mit. Das wird ein Spaß. Ich weiß nicht, wer diesen Special mag, mögen wird oder so, aber ich find's ekelhaft, aber gleichzeitig sehr lustig, weil wir so ein bisschen durchdrehen können. Wir können so sagen, Mendo hat uns gesagt, wir sollen alle umbringen. Oh mein Gott, guck mal, wie er zusammengefallen ist und keiner hat es mitbekommen. Wir sind die besten Assassine der Welt. In den Kopf. Ist das ekelhaft. Guck mal, wie sie da noch so... Er wird hier verdeckt von dem Teil. Und er, das sieht so aus, als ob er gar nicht getroffen wurde. Schmiedeknecht hat einen Vorschlaghammer. Oh mein Gott. Nee, ernsthaft. Ich kann gerade mit meiner Seele es ganz schwer vereinbaren, muss ich zugeben. Und das ist ein bisschen ekelhaft. What, Frau? Na, warte. Bah! Wie eklig, wie sie mit dem Hammer mal schön... Sie hat uns mit Besen angegriffen, wirklich. Na, was hat Alvaro so? Nichts. Aber wir können endlich diesen Pokal nehmen und in diesen Schrank reingucken. Ich glaube, das haben wir schon gemacht, aber egal. Nein, haben wir noch nicht. Eine Wurzel. Yes! Das ist voll ekelhaft, stell dich vor, wir beamen uns da rein, sind durchgedreht, so richtig durchgeknallt. Was? What? Suchst du was? Komm mal her. Atmet nicht mehr. Fred, er hat rausgefunden, dass wir es sind. Steck.
Oh mein, ich fühle mich in so einem Psychofilm, wo der Held durchdreht. Und oh mein Gott, hier geht's gleich weiter, ich muss ganz kurz. Sorry. So, ich so aber durchdreht und jetzt durch die Stadt geht und alle tötet. Das ist super ekelhaft. Es ist richtig unheimlich. Na, nee, 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 komm, wir kommen aber nach oben wieder. Ich will ein paar so umbringen, ohne dass es jemand mitbekommt. Das war ja eben eklig. Das heißt, einige machen es wirklich so. Der kam rein, die Wache. Oh mein Gott, hier hat ein Kampf stattgefunden. Er atmet nicht mehr. Oh mein Gott, creepy. Es ist wirklich so, als ob ich sage, wisst ihr was, ihr habt mich die ganze Zeit so belästigt und jetzt bin ich der Mächtigste. Ich kann alles machen. Jetzt gibt's was aufs Maul. Deinen Kindern geht's gut. Wartet. Wo ist sie? Tilda, deinen Kindern geht's sehr gut. Oh mein Gott. Und Fred guckt zu und freut sich. Nee, guckt doch nicht zu. Elsa, ihr wolltet, dass ich eine Kuh töte? Und er guckt nur zu. Ich habe eine Kuh getötet. Seid ihr jetzt froh? Ich hoffe, ihr seid froh, dass ich eine Kuh getötet habe. Ihr kranken Schweine. Oh mein Gott, Walter. Voll ins Gesicht. Oh mein Gott. Wie könnt ihr das bloß die ganze Zeit spielen bei diesen anderen Spielen? Bei diesen Shooter-Spielen? Ich fühle mich so schlecht. Ich habe ihn gerade voll ins Gesicht geschossen. Oh, Delgado, danke für deine Hilfe. Spinnst du? Komm, Fred, weiter geht's. Ich kann nicht mal wirklich was sagen, weil die wollen das so. Die bösen Zuschauer, die sind schuld. Wir wollen ja gucken, was die alle haben. Aber man kann sie, also wenn man sie erschießt, sind sie sofort tot. Walter hat 11 Werkzeugbeutel, die ich ihm gegeben habe. Habe ich nicht irgendwie mehr gegeben? Hallo? Heimwerkerkönig, natürlich, eine Errungenschaft. Ein Huhn. Tilda hat nichts. Ne, Fred? Die Untoten werden ewig bei mir bleiben. Oh, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Konrad. Zeig mir mal deine Waren. Du hast nichts mehr, was mir irgendwas bringt, deshalb. Bam! Oh mein Gott. Das ist wie so ein Horrorfilm. Bürgerin. Oh mein Gott, ist das ein Massaker. Oh meine Fresse, ey. Ja, wie ihr merkt, ich mag es nicht wirklich. Ich kann dazu nichts sagen. Ich mache das nur für euch, damit ihr mal so ein bisschen seht. Wie es hier so weitergeht. Done. Die Framerate geht runter. Es tut mir leid. Hey. Wow. Don ist unbesiegbar. Ah, der Don ist unbesiegbar. Das ist natürlich blöd. Finde ich nicht gut, muss ich zugeben.
Aber Fred ist scheinbar tot. Oh. Warum kann ich den Don nicht töten? Der ist doch unwichtig für die Geschichte jetzt. Na ja, was soll's. Bam! Du wirst nicht mehr wegnehmen. Niemanden mehr. Hallo, Leonardo da Vinci. In Hinterkopf, ey. Leonardo hat was? Heilwurzel, Heilpflanze? Nichts. Keiner wird es jemals sehen, bis es stinkt. Darum kommen wir zu später, was soll's. Ich fühle mich so wie so ein Massenmörder, das ist voll ekelhaft. Na, ich bin ein Massenmörder, warte. Aber nee, so weiß ich nicht. Kuckuck. Steck die Puh! Oh, warum kann ich nie ins Gesicht? Ha, hat er nichts? Nur ein rostiges Schwert. So, jetzt zeige ich Olga mal meinen Hammer. Wartet. Sonja, hinter dir! Na, Olga? Olga! Batsch! Nie wieder Kinder für dich. Das tut mir leid, Olga. Na, was ist mit dem Schiffsoffizier? Was hat der denn? Nichts. Saß nur die ganze Zeit hier rum. Ob er dir wohl gevögelt hat? Buchständer. Ah, ich kriege auch einen Ständer. Weil es ist ja oppositiv und ich finde es total geil, wie ich alle umbringen kann. Sei vorsichtig mit der Waffe. Mach ich. Danke, Carol. Finde ich gut, dass man aber nicht wirklich viel bekommt. Das heißt, es ist nicht, es lohnt sich nicht, alle umzubringen. Aber wartet. Da habe ich was Besseres vor. Ein bisschen Assassine wieder. Auch wenn es richtig brutal ist. Das ist so wie bei Clock Tower. Dieses Clock Tower 3 mit dem Hammer. Na komm, wo seid ihr denn? Mich doch darauf. Ja. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Ja. Oh mein Gott, wieso kann ich sie nicht umbringen? Wieso kann ich Rachel nicht umbringen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Blöde Rachel. Finde ich doof. Finde ich doof von ihr. Rachel kann man nicht umbringen. Das heißt, alle, die man umbringen kann, sind nicht wichtig für die Story. Who knew? Das ist eine Horrorvorstellung von mir. Du sitzt irgendwo und freust dich und plötzlich... Jetzt gibt's was aufs Maul! Nein, 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 nein! Wieso schaffe ich es nicht? Oh Mann! Hä? Bam! Und einmal um die Ecke gefallen. I like. Aber ich finde doof, dass mein Fred weg ist. Aber was soll's. Euch, dich, Lilly, erschieße ich von da oben. Freu dich schon mal drauf. Aber die hier drin sind, muss ich drin töten. Baxter!
Das war's mit Baxter. Ich setz mich jetzt auf deinen Stuhl und kack auf dich. Ich sitz auf dir. Ich und mein Baxter reiten in den Sonnenuntergang. Okay. Baxter. Ach, das ist jetzt wie mit dem scheiß Piraten. Baxter, ich möchte... Doof. Bolzen. Schiffsoffizier hat auch wieder nur blöd. Apropos blöd. Willst du Ärger? Ja. Da hast du dein Quest abgebrochen. Ich brech dir auch was ab, du Arsch. Bisschen auch irgendwie diesen Frust ablassen ist gar nicht mal so schlecht. Aber eigentlich nur bei den Leuten, die mich verarscht haben. Die ich eh nicht mag. Muss ich zugeben. Weil ihn zum Beispiel mag ich. Aber den werde ich auch erschießen. Euch erschieße ich alle von oben. Alle von oben. Spaß haben. Geht doch. Kommt doch erstmal hier hoch, Alter. So, du kleiner Oger. Der Ukos. Das war dumm von dir. Was? Wie willst du hier hochkommen? Ich höre dich. Ja, du klingst schon mal toll. Weiß der Computer, wo er lang muss? Naja, solange wir auf ihn warten, was lange dauern kann, scheinbar, töten wir Annika. Annika, Kuckuck! Buh! Cute, wie sie sich hinlegt. Scheint müde zu sein, die liebe Annika. Wo ist denn Bobby? Hallo! Bobby-san! Ja, Ukos. Mach mal jetzt nicht so ein Ding los. So. Bobby! Buddy, Entschuldigung. Nie wieder arbeiten für dich. Ich hab dich gerade befreit. Vor der Last. Bin ich nicht lieb. Wo ist denn jetzt Ukos, ey? Da. Wirklich? Aha, du kommst ja nicht hoch. So habe ich schon Aschebiester umgebracht. Nee, ich habe eine super Armbrust. Du nicht. Nee, willst du mir Stärke plus anbieten? Kannst nicht, ich habe schon 100 noch was hier. Sorry. Ich habe noch einen und den mache ich dann schön ins Auge. Warte. Luko, danke für vorher. Hey, mach keinen Scheiß. Nö, mach ich nicht. Tschüss. Ach ja. Das wird eine Geisterstadt, über die Don dann toll was machen kann. Ach ja. Wie hier keiner mehr sein wird und mich keiner mehr anmeckern wird, wenn ich irgendwo reingehe. Was? Willst du wissen, wie das ist? So ist das. Kein Herzschlag mehr, weil kein Herz mehr zum Schlagen. Danke. Hättest dich mal um andere Sachen kümmern sollen, Bitch. Weißt du, wer sich noch um andere Sachen hätte kümmern sollen? Dick. Wer mal Annika? Oh, du bietest dich mir an. Oh, du bist noch warm. Also, okay, schon gut. So viel Opposite müssen wir da auch nicht machen. Danke. Zeigst du mir den Stinkefinger? Oh, nee. Er macht, keine Ahnung, Kermit den Frosch oder so nach. Jetzt gibt's was aufs Maul.
bam, 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 bam. Oh yeah. Na, okay, komm. Und ciao. Wie brutal. Wie fucking brutal. Er einfach mal. Da ist noch Blut. Aber Blut verschwindet wieder. Gibt's Blut bei dem Spiel? Ja, doch, gibt's natürlich. Wie er ihm einfach mal den Brustkorb zertrümmert. Uah. Ekelhaft. Ich weiß auch nicht. Ich finde ja. Wenn zum Beispiel das sehr extrem gorig ist, also richtig viel Blut und so, dann wird es schon wieder langweilig. Dann denke ich immer so, das ist ja nicht realistisch. Wenn es mich wirklich schocken soll, muss es ein bisschen so tun, als ob es auch passt. Als ob es auch wirklich ist. Ich denke ja wirklich an den Typen mit dem... Naja. Du zum Beispiel. Willst du Ärger? Oh, yeah. Das hat gesessen. Ihn einfach um. Geil. Den Kampf! Ja. Ich fass es nicht. Wie geil. So richtig so, ja, was hat er gemacht? Und plötzlich, er hat ihn umgebracht. Geil. Finde ich witzig. Das ist Text, den wir nie gehört haben. Ihr bestimmt schon, ihr kranken Schweine. Endlich kannst du nicht mehr rummeckern. Deine Frau ist auch schon tot. Böser Gate ist auch mal da. Die Dirne, die einzige, die hier so ein bisschen Musik macht. Verschluck dich nicht. Das hat sie nicht verdient. So schlecht ist sie nicht, meinst du? Wo bist du? Nicht töten, ich will dich töten. Du suchst Ärger? Den kannst du haben. Boah. Sorry, das war die Kronjuwelen, aber das hast du eh nicht mehr gemerkt, also ist egal. Das meine ich in dem ganzen Spiel. Vor seinen Augen wird eine Dirne ins Gesicht geschossen und er, das hat sie nicht verdient. What the fuck? Wie wär's, wenn du was machst? Naja. Was willst du hier? Deine Mutter. Nee, eigentlich nicht. Ich hab deine Frau getötet. Komm. Nelson, tschüss. Ich muss eine andere Seite, dann hau ich den schön in die Eier, wie wir auch vorher hatten. Ja, ich kann jetzt euer Bett benutzen und euer Herd und überhaupt alles. Oh, apropos, warte mal, kann man hier aus dem Fenster rausgucken? Nein, schade. Aber hier kann man bestimmt hoch. Oder auch nicht. Kann ich oben rauf aufs Dach? Kathy. Mörder. Ja, deine Frau ist tot, würde ich mal sagen, ne? Und ich bin Level aufgestiegen. Oh, es tut mir so leid, Sid. Es tut mir so leid. Oh, ich fühle mich so schlecht. Oh, was scheiß Special, aber was anderes konnte man nicht machen. Oh, wie ich Kathy vor... Warum? Sie hat mir doch ganz viele verkauft, warum hat sie nicht ganz viele? Wie ich Kathy einfach mal vor seinen Augen erschossen habe und endlich mal hat da jemand was gemacht und endlich kann ich die Sachen hier nehmen. Oh, das hat sich doch gelohnt. Da hat sich der Tod doch hier von den beiden gelohnt. Endlich kann ich mir alle Sachen nehmen. Yippie! Und nochmal von vorne. Egal! Wer sagt's denn? Ich kam da irgendwie nie rein. War eh nichts Gutes drin. Also so gesehen, egal. Kann ich mich unsichtbar machen oder sowas? Hab ich irgendwie so einen Zauber? Glaub nicht.
Hey, Wache, guck mal. Was war das? Ja! Das hat er nicht verdient. Willst du aufmucken, Bauer? Leg die Waffe wieder. Das hat er nicht verdient. Meinst du das? Nico, hast du genug Fisch verkauft? Ha, ha, ha? Genug Fisch verkauft, Nico. Ich hoffe doch. Guck, guck. Komm, ich hab eine Waffe raus. Ja! Das wird noch Ärger geben. Oh, ja! Man hätte sie nicht gleich umbringen müssen. Nee? Natürlich war das Mord. Darum geht's, Bitches. Hier gibt's nichts zu holen. Natürlich, ist auch nur eine Bürgerin. Natürlich gibt's da nichts zu holen. Ah, wie man am Anfang einfach alle umbringen kann, hat man für immer Ruhe. Geisterstadt, Geisterstadt für mich und Fred. Hä? Hab ich eine auch nicht umgebracht? Dieser Ort hier ist wirklich gefährlich. Ja. Das. War das gemein, wie sie aufsteht, weggeht und sagt, oh, das ist echt ein Scheißort. Und dann einfach mal stirbt. Hinterrücks erschlagen. Hey, Arno, geht's deiner Frau besser? Schön. Steckt ja. Guck mal, Frau. Du warst doch eh todkrank. Hier, ich tu dir einen Gefallen. Ich könnte auch ein Schwert rausholen und mal gucken, wie ich sie da, wie die damit umgebracht werden. Soll ich mal machen? Oder ich töte irgendwann mal einen mit einem Stab. Ach, keine Ahnung. Mit einem Hammer zu zerdeppern ist lustig. Costa ist für alle da. Ja. Steck die gar nicht. Ja. Tschüss, Costa. Keiner mochte dich. Tschüss, Fuller. Ach, war das schön mit euch damals. Ich erinnere mich. Das ist so wieder ein Zurück, eine Erinnerung an mein Gameplay. Wie ich euch alle gefunden habe, gesehen habe, meine ich. Und, ach ja. Runter mit der... Ja. Ich bin Mörder. Oh, ja. Ich bin immer noch ein Mörder. Hallo. I am a Mörder. Und er läuft jetzt einmal rum. Cute. Ach, deshalb war er ja rumgelaufen. Von wegen, du kriegst deine Energie wieder. Bitch. Ich darf überall rumlaufen, ohne dass mich jemand anmeckert. Yay. Knüppel aus dem Sack. Okay, ihr habt ihr's. Bertha ist tot. Und ich hab ihren Kopf. Zufrieden? Und findet ihr es jetzt geil? Kommt ihr jetzt? Habt ihr jetzt eine Erektion? Findet ihr das so toll? War es jetzt nötig? Musste das jetzt wirklich sein? Ich meine, toll, ne? Wie hier alle weg sind. Findet ihr super, oder? Das ist jetzt wieder, da geht euch keiner ab. Da schreibt ihr jetzt feuchte Träume. Habt ihr jetzt davon? Naja. Jedem das Seine. Oh, die stehen da gerade so gut. Wartet kurz. Komm, den kriegen wir. Lol. Lol. Ich alle verbrannt habe. Finn, Gilds oder was auch immer, dann niemand und hallo? Nein, nein.
Hm, scheiße. Habe ich ihn schon? Hat er nichts? Das ist ja blöd. Jo, das war doch mal lustig. Alle zu verbrennen. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Und auf jeden Fall sind alle tot. Ah, Belschwur, Belschwulemulo. Das ist doch blöd jetzt. Wir reden uns um uns selbst kümmern. Immer wieder das Gleiche. Nein, 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 kommt, kommt, kommt. Bleibt mal alle hier. Ich finde das lustig. Steck die Waffe, tu es! Wirklich? Du willst mir noch was? Cutter, tschüss. Cutter, ey. Cutter. Cutter. Cool, du hast ja gar nichts. Das ist ja scheiße. Josh, endlich konnte ich dich umbringen, du Arschkramp. Ah, ist das schön. Das ist für viele jetzt ein Fetisch, ne? Ich meine jetzt nicht den Typen, der da so liegt mit seiner Hose, sondern überhaupt die ganzen Tode hier. Alle liegen hier tot rum. Das findet ihr toll, oder? Alle tot. Hat sich einfach Knüppel gesucht. Ach ja. Weiter geht's. Hier ist keiner mehr. Das heißt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Horror. Vor seinen Augen. Hallo Bauer. Kannst du mal... Hallo? Sie ist tot, Bauer. Tot wie du. Und? Hui. I am your biggest fan, Bürgerin. In your stomach. Es ist ein bisschen seltsam. Wie keiner was macht. War das Milch, was sie da hatte? Was war das? Lilly war schon mal unwichtig. Ah, bestimmt freuen sich die Zuschauer jetzt. Ja, Milch hatte sie. Jo, das war's. Keiner gibt irgendwie einen Fuck. Ich werde jetzt mal bis zum nächsten Mittag schlafen. Kann mich ja keiner hier sich beschweren. Ist ja mein Haus jetzt. Die Stadt gehört eigentlich schon mir. Es gibt nur ein Problem... mit Don. Was liegt ihr hier noch rum? Warum verschwindet ihr nicht schon? Das ist ja gar nicht hier. Das mag ich ja mal gar nicht. Wo sind denn noch Menschen? Nö, über nur Bänke. Das war's. Geisterstadt Deluxe. Hab ich doch gerne gemacht für euch. Eigentlich sind nur noch Rachel kann man nicht töten. Und Don. Ich weiß nicht warum. Ich könnte sie ja mal verbrennen. Versuchen. Wie alle tot sind. Wow. So, Weasel. Ich werde mich mal schützen, falls irgendwie... Der Don kommt. Aber scheinbar kriegt das eh keiner mit, wenn du schreist. Ich bin auf keiner Seite mehr. Ich bin auf keiner Seite mehr. Ich bin auf meiner Seite. Schau, auf welcher Seite ich bin. Blutig, blutig. Lass dich nicht aufhalten. Bist du nicht sauer, dass ich dich... Okay. Dass ich dich angegriffen habe? Nö, ist er nicht. Ich töte alles. Ich töte alles. Na okay, ein paar Hühner nicht. Aber nur, weil das sich nicht lohnt.
29, Level 29. Yay. Oh. Ja, er ist tot, mir egal. Wir rechnen später ab. Ja, ich habe ja nur irgendwie alle umgebracht. Wenn du meinst. Das ist noch nicht vorbei. Ja, entscheide dich endlich. So. Waren hier unten noch welche? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Hui. Ah, und wie alle weg sind. Nö, das war's hier. Dann werden wir jetzt mal uns wieder beamen. Wie wär's, wenn wir mit Neil anfangen? Na, wer hat Bock? Dafür müssen wir, ich glaube, die südliche Ruine nehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, was habe ich getan? Nein! Aber die haben auch alle wirklich nicht gute Sachen. Oh, oder das. Kuckuck. Boom. Wir haben Spaß und Löcher in der Hose, denn jetzt geht sie los. Unsere alle töten Polonaise. Da haben wir Spaß dran. Gluck, gluck. Ich töte jetzt alle auf der Insel, dann rette ich sie und sie gehört mir und Patty. Wir machen viele Kinder, denn das ist dann unser Paradies. Naja, ein paar kann ich nicht töten, aber okay. Kommt mal alle her. Und... Willst du Ärger? Jo! Nein, nicht das Huhn, den Rekrut. Bevor er wieder aufsteht. Yay! Scheiße. Bruce hat Scheiße. Sakura hat Scheiße. Barry hat Scheiße. Rekrut hat Scheiße. Ach Mann. Hallo. Ich habe alle deine Männer unten umgebracht. Lol. Hier, zeig mir mal, was du hast. Ich bräuchte mal wieder ein paar, alle töten, Scrolls. Aber wieso hast du das nicht? Genau, geh mal rüber. Komm, wir gehen mal hier rüber. Aha, lass mal rüber gehen, ich will mit dir rumknutschen. Oh ja, ne? Ich finde dich nämlich total toll, Ruben. Hier, geh mal hin, lass uns mal in das Haus gehen. Hier, wo wir ungestört sind, Ruben. Mit meinem riesen Hammer werde ich dich nämlich... Hier, Ruben, da spürst du ihn? Das ist so ekelhaft, ich fühle mich so psychopathisch, das ist so ekelhaft. Ah. Wie komme ich jetzt aufs Dach? Okay, so. Keiner mehr da, Severin. Was fällt dir ein? Oh, scheiße. Nee, ist egal, Severin. Lass mich. Tschüss. Wieso kann ich Severin nicht umbringen? Komm her, du Feigling. Wer ist hier der Feigling, Mr. Unbesiegbar? Arschloch. Wen kann ich wohl hier umbringen? Da ganz hinten. Cool. Ich erinnere mich. Na, das ist auch nicht so lange her. Aber so wichtig war das nicht wirklich. Man musste aber trotzdem hin, natürlich, um weiter zu kommen in der Geschichte. Nee. Kann ich dich umbringen? Kann ich dich von irgendwo umbringen, dass du mich nicht erwischen kannst? Oh, warte. Dann kann ich auch zurückgehen ein bisschen. Oh, ich bin so schlecht. Ignatius. Haltet ihn! Oh, er schießt. What the fuck?
Was soll's. Kann ich auch nicht umbringen. Aber William kann ich bestimmt ins Gesicht schießen, weil der... Du suchst Ärger? Den kannst du haben. Ich komm da gleich runter. Nein! Ach, ihr seid doof. Hier liegt ja noch ein Echsenschwert, glaube ich. Stehen bleiben! Das hat er nicht verdient. Du hast die... Wie könnt ihr nur so... Wie kann es euch so egal sein? Ich verstehe es nicht. Das ist so heftig. Das sind eure Freunde. Die haben nur Scheiße irgendwie. Als Gegenstände. Ah, apropos. Runter mit der Respekt. Respekt? Ja. Wirklich? Guck mal hier. Wirklich? Wirklich? Respekt. Und dann, womit hat er das verdient? Carlsen? Hier, Respekt. Respekt, wenn du einen kaputten Schädel hast. Respekt, wirklich? Danke für den Stahlrolling, den wollte ich schon immer mal haben. Respekt, ey, was für ein Arsch. Was sind das für Freunde? Ich will hier, die Insel soll gar nicht überleben. Das sind nur Arschlöcher. Respekt. Ich helfe dir nicht. Immer nur am Rumpitschen. Ja, runter mit der Waffe. Ja, verschwinde. Runter mit der Waffe. Ja. Du triffst doch eh nicht, hör mal auf. Hallo, du bist so schlecht. Oh, ich habe ihn gar nicht umgebracht, glaube ich. Warte, wohl kurz. Bah. Jetzt bin ich ein Mörder. Jetzt kannst du mich hassen. Aber du kannst mich auch lieben und sagen, boah, bist du geil. Bleib stehen. Nö. Ist auch mal geil mit Polizei. Bleib stehen. Wie wär's mit Nein? Ich meine, ich laufe vor euch weg und hab einen Grund. Naja. Aber einige wollen das halt nicht verstehen. Ah, ist das schön gemütlich hier. Und er kommt mir auch nicht hinterher. Apropos gemütlich. Ist da etwa noch ein... Ne, ist ein Pilz, oder? Ja. Mana-Pilz. Nicht, dass ich hier jetzt noch eine Krone finde. Nope. Das finde ich zum Beispiel... Die Kugeln waren da zwischendurch mal, klar, um das kennenzulernen, umsonst. Aber dann wiederum war es teilweise auch extrem unnötig. Auf dem Dach werde ich euch alle erschießen. Weil ihr seid alle zu doof, auf dem Dach zu kommen. Zuerst derjenige, der zuerst gestorben ist bei uns. Erinnert ihr euch? Mister, in der anderen Welt bist du gestorben, Benny. Mörder! I know, right? good times. Hansen hat immer einen schönen Joint. Mörder! Ach ja, wir müssen auch ein Schwein mal töten. So. Warte. Ihr seid scheiße. Stehen bleiben! Nein, ihr seid blöd. Ich werde jetzt. Warte. Warte, du Feigling! Heile. Tschüss! Nee. Speedy Boo, Speedy Beeps, Bada Boom, Bada Bing, Bada Boom. Ihr kommt mir nicht nach. Hoffe ich doch. Weißt du, wer nicht nachkommt?
Neil! Neil, danke für die Hilfe damals. Bitte. Auf geht's. Als nächstes kappen wir mal diese Ameisenstraße hier. La 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 la. Und das hier? Während er noch geredet hat. Lol. Dwight, hinter dir. Oh, das hätte ich vorher sagen sollen, glaube ich, ne? Ja. Naja, hinter dir. Diesmal habe ich es vorher gesagt, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Sarah werde ich nicht töten. Nein, irgendwo ist auch meine Grenze. Aber wie wär's mit Enrico? Ins Gesicht. Das tut bestimmt sehr weh. Und das in den Bauch. Hoffentlich hat er vorher noch was essen können. Weil, naja, dann wiederum kotzt er jetzt bestimmt. Aber er ist eh tot. Egal. Dieses Spiel. Was, wenn ich alle umbringe? Ich meine, das Spiel ist so krank dann. Wen rette ich dann noch? Ich bin noch die größte Gefahr irgendwie. Ah, Patty bringen wir auch nicht um. Ich denke, die kann man nicht umbringen. Ist Patty jetzt eigentlich da unten? Oder ist sie bei... Da ist sie. Ach, Patty. Hallo. Lass uns handeln. Na, Patty? Weil, wollen wir mal das ganze Ending machen, oder? Aua, was soll das? Weiß ich nicht, ich hab dich voll lieb. Das wirst du bereuen. Ich kann das Ending... Ja, komm. Oh, ich drück falsch. Und? Patty! Was hat sie denn so? Altes Schriftstück? Starbucks Seekarte? Alte Schatulle? Stahlbad? Gucken wir uns eigentlich an. Das ist so schrecklich. Das ist eine schlechte Idee. Warum? Wo ist denn dein edles Schwert? Tschüss, Patty. Ich fand dich doch nicht so toll. Ich hab ja meinen Fred. Opposite Day, Patty. Okay. Creepy ist creepy und ich finde, ich ganz ehrlich, nee, mir ist echt schlecht. Ich wollte eigentlich gleich noch was zu Abend essen, aber mir ist sehr schlecht gerade und ich tue es eigentlich sehr ungern. Nee, mir ist es wirklich. Mein Magen dreht sich gerade um. Aber ernsthaft, was ist, wenn man es jetzt durchspielt? Patty ist tot. Was ist dann? Kommt Patty dann trotzdem? Ich will es nicht nochmal durchspielen. Ich habe keine Lust nochmal auf den letzten Endgegner. Aber irgendwie würde ich es gerne wissen. Ins Feuer mit dir. War schön mit dir, die Würmer damals zu jagen. Das waren noch Zeiten. Ein Erinnerungspart ist das hier eher, würde ich sagen. Erinnerung an eine Zeit, wo wir die Menschen noch aushalten mussten, weil sie uns getötet hätten. Und jetzt töten wir sie. Genau das Falsche also. Wir sind böse. Gucken mal, was sie so sagen zu unserer neuen Rüstung. Der Dunn hat das Lager verlassen. Du bekommst nicht viel mit hier draußen, was? Ach so. Und ich... Ja. War so ein bisschen langweilig. Ich bin sehr stolz auf dich und froh, dass ich mich in dir nicht getäuscht habe. Dass die Hafenstadt wieder in unseren Händen ist, ist allein dein Verdienst. Mhm. Dein Kumpel Broga ist tot. Wirklich? Tja, es war nur eine Frage der Zeit, bis dieser Mistkerl seine Rechnung bekommt. Sorry, ich muss hier knacken. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir besonders leid tut. Das Leben geht weiter. Oh, du bist... Oh, du weißt gar nicht, was für eine geile Ironie dahinter steckt, was du gerade gesagt hast. Erstens,
keinen interessiert, wenn irgendeiner neben einem erschossen wird. Ich meine, es war ja nur eine Nutte, nicht wahr? Und du hast gesagt, das Leben geht weiter. Tut das! Mörder! Besoffen? Vielleicht gibt es ja im Himmel Bier, Louis. Komm, wenn du ein Bier, wenn du in den Himmel kommst. Wieso hat er Bier bei sich? Wieso hat er es nicht getrunken? Wie so ein Film, so ein Horrorfilm. Willst du Ärger? Oh, yeah. Mörder! Ja! Oh, yeah. Oh, yeah. Mörder! Nein, nicht du! Oh, yeah. Craig, du hast mir so viel beigebracht. Ah, okay. Und tschüss, Craig. Au, ja. Das war so ein bisschen... Das musste ich machen, weil, weißt du, das war jetzt unterschwellig. Ist mir wieder klar geworden, was du damit getan hast damals, als ich neu hier war. Was ihr alle damit getan habt. Ich werde euch alle untenrum einer reinhauen. Und dann werde ich denken, na, so schlimm war es auch nicht. Das war gemein. Lorenzo, deiner war zum Glück nicht so groß. Trotzdem hast du es verdient. Vergewaltigung ist nicht die Lösung einiger Probleme. Vielleicht von ein paar, aber nicht von allen. Oscar, deine Mutter hat mir gesagt, ich soll das machen. Was tust du da? Du wagst es, mich zu schlagen. Ein Kampf, jetzt wird's lustig. Ja, okay. Ja. Oscar ist mal wieder unbesiegbar. La la la. Hallo, Beppo, der Clown. Ja. Mörder. Ja. Wow. Oh, die Wache kann ich nicht besiegen. Oh mein Gott. Dachtest du, ich erkenne dich nicht? Hä? Ach, die Wache kann ich nicht besiegen, das sagt. Hey du. Bleib stehen. Ja. Bleib, wo du bist. Bist du Oscar immer noch? Ach, Oscar, hör mal auf. Bleib stehen. Ja. Jetzt mach ich dich fertig. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, das ist doch doof. Hör auf zu rennen und kämpf. Ja, du bist gut, Mr. Unbesiegbar. Du bist scheiße. Jetzt mache ich dich. Bleib stehen! Ach, fickt euch. Dam. Es ist ziemlich langweilig, Leute. Ich glaube, ich höre mit dem Special gleich auf. Oh, yeah. Bleib stehen! Seht euch das Arschlag! Mörder! Ja. Wartet. Feigling! Was hat er gesagt? Ja, leck mich doch am Arsch! Ah, nein! Hör auf zu rennen und kämpfen! Oh, yeah. Oh, yeah. Ich muss gucken, ob ich noch einen Angriff habe, einen Angriffszauber. Ah. Irgendwann krieg ich dich und dann kannst du was erleben. Ja. Bleib stehen! Kuckuck! Oh, ich konnte mit dem noch reden. Jetzt krieg ich dich. Ja. Bleib stehen! Wo gibt's da noch Leute umzubringen? Leck mich doch am Arsch. Stell dich, du Hund! Ich hätte sie mal erschießen sollen von,
vom Dach aus. Ich glaube, das ist lustiger. Mach ich mal. Ja, ja, schieß nur. Ich bin schneller, ich bin schneller. Ich bin schneller, ich bin schneller. Bei der heiligen Flamme. Er ist tot. Spinnst du? Bei der heiligen Flamme, er ist tot. Jetzt mach ich dich fertig. Machen die auch heilige Flammen? Also sind, ich dachte, die wären Banditen, wären dann die so. Oh, Mann. Nun komm schon. Nein. Ja, komm. Och, du, was tänzelst du denn hier so rum? Ja, komm. Bei der heiligen Flamme. Er ist tot. Jo. Ist er wohl. Handlanger. Ach, fuck. Mörder. Nee, das ist einfach eine Jagd. Das finden Menschen ganz toll. Scheinbar. Es ist so, keine Ahnung, einige bezahlen da richtig viel Geld für. Ich find's krankhaft, aber es macht auch nicht wirklich Spaß. Aber was soll's. Warte mal, ich überleg gerade, wo könnten wir noch hin? Was bringt noch? Wo sind noch Leute? Oh, bleib, wo du bist. Lass mich in Ruhe. Wo sind denn noch Leute? Heldrick und so muss ich nicht umbringen. Ja, das war's auch. Die Stadt war ja noch einigermaßen witzig. Aber ansonsten war's das. Wir bringen jetzt zum Finale noch schön Phil um. Mit Feuer oder mit... als Bestie. Das bringt was. Ne, Phil, wir bringen dich mal um jetzt. Wuhu! Mist! Guck mal, ich bin's. Bleib da. Kuscheltier. Was willst du denn hier? Ja, komm. Nicht Sarah, nicht Sarah. Ja, Sarah, es gehört jetzt dir alles. Ich mach schon mal für später. Nö, fick weiter. Geht vollkommen in Ordnung. Geht vollkommen in Ordnung. Wir könnten Doyle umbringen, aber ist mir zu lang der Weg. Wir sind eine wunderschöne Eschebastie, Eschebastie. Und wir springen mal. Wir können nicht springen, denn Aschebestien sind zu schwer. Ich hab keine Ahnung. Aschebestien können nicht springen, aber wir können hier vorbei. Ich hasse also die Viecher. Das. Hey, wir können es schaffen. Warte. Ich helf dir. Boah, das dauert. Da hole ich mir doch lieber Magie gleich und töte die so. Ich sehe nichts. Fincher kann man scheinbar nicht umbringen. Das ist ja ekelhaft, wie plötzlich so ein Viech hier ankommt. Aber wir können sie angreifen. Aber das ist mir zu doof. Tschüss! Wo willst du hin? Ich möchte weg, damit ihr nicht seht, wer ich wirklich bin. Wie bei Teen Wolf. Und ich habe noch genug Zeit, dass ich eventuell die da vorne umbringen kann. Kuckuck. Ich habe die Schnauze voll von diesen. Oh mein Gott. Habe ich den gerade weggekickt?
Jo, geht auch gut. Das ist wie so ein. Das ist jetzt für die ganzen Mädchen gewesen, von meinen Zuschauern. Die finden das doch toll, wenn Werwölfe so extrem geil sind, so, ne? Und dann, ich kann's nicht. Ich kann's nicht kontrollieren. Oh mein Gott, das ist so geil. Töte mich, während wir Sex haben. So geil, ey. Ich stehe voll drauf, wenn ich selbst der Protagonist von Snuff-Filmen bin. Ja, Frauen sind halt seltsam. So, wir gehen jetzt mal ganz schnell. Ich vergesse immer wieder, wo das ist. Da. Und holen uns noch mal ein paar Feuermacher. Wenn alle zusammenstehen, brennen wir alle weg. Das ist doch lustig. So. Da es eh egal ist, können wir schön verschwenderisch sein. Und dann ist das Special auch gleich vorbei und langweilig. Was für alle, die sehen wollten, wie die Leute sterben. Oh, hat mir verziehen. Das ist doch schön. So. 10 reichen. Dankeschön. Ich trinke noch schnell was. Ein bisschen eklige Übelkeit zu vergessen. Und dann geht's wieder zurück zum Banditenlager. Warum mache ich das? Ich kann mich nicht kontrollieren. Es wird auch überhaupt nicht irgendwie angemerkt, dass alle tot sind. Das ist scheinbar vollkommen egal. Ich meine, scheinbar brauchen wir nur Rachel und ein paar andere wichtige Charaktere. Aber alle anderen können ruhig sterben. Habt ihr eigentlich vergessen, dass ich euch umgebracht habe? Oder seid ihr immer noch sauer auf mich? Nein, scheinbar geht's. Oh, die Tänzerin tanzt nicht mehr für euch. Das tut mir leid. Oh, was ist das denn? Der Schurk ist auch tot. Oh. Und jetzt geht's los. 3. Wieso nicht 1 und 2? Achso, das ist da. Schon gut. Ja, klar, macht Sinn. Dann würde ich mal sagen, ich mache das dahin. Jo. Und dann geht's los. Pass besser auf! Jetzt wirst du mich kennenlernen. Ach, Fincher. Ach, Mann. Immer fester drauf. Ach, ihr seid doch doof. Natürlich halt ihn. Natürlich bin ich Mörder. Darum geht's bei der ganzen Sache. Juhu! Ah ne, warte, Fincher kann ich ja gar nicht. Warte, ganz kurz. Nee, ich muss ihn auch noch umbringen. So. Ich glaube, das war's. Das ist doch schön. Kann ich ihn umbringen, damit ich da hinten rein kann? Hallo. Was willst du? Geh zur Seite. Ich muss hier rein. Jawohl, Hauptmann. Jetzt geht's rund. Du willst. Oh, lass mich doch mal ihn jetzt umbringen, den Wächter. So, Mann. Fincher, ey. Du bist so eine Spaßbremse. Bleib stehen. Okay, das war doof. Auch doof. Jo, das waren alle, die man umbringen kann. Seid ihr jetzt zufrieden? Findet ihr das jetzt toll? Schluss mit der Langeweile! Es gibt einen Kampf! Ja, den ich nicht gewinnen kann. Toller Kampf. Alle tot! Jetzt sind nur noch ein paar Jungs da. Das ist wirklich, ihr habt ein tolles Leben jetzt. 1, 2, 3. Jo, 3 hier, würde ich sagen.
4, ein Mädchen, Sarah, das ist für mich. 2 in der Stadt oder 3 in der Stadt, glaube ich. Ja, das war's. Ein paar weiße gibt's noch. Da kann ich mal nachgucken. Das stimmt. Glück, weil das war's. Das ist ziemlich langweilig gewesen. Naja. Ich habe mir gedacht, nach dem ganzen Rumgemecker, dass ich immer viel zu nett bin, kann ich mal alle umbringen, aber viel gibt's nicht. Und nein, ich werde nicht hier Dingenskirchen umbringen. Rufo oder so. Die sind alle schon einmal gestorben. Wir wissen, was die geben. Das ist alles langweilig. Und ansonsten gibt's, glaube ich, keinen mehr. Ob Carlos wichtig ist? Also Iluma ist bestimmt wichtig. Den kann ich wohl nicht umbringen. Aber die anderen? Brand! Na warte, du entkommst uns nicht. Oh, war so klar. Ihr seid langweilig und doof. Lal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 a. Haltet ihn, bleib du stehen. Du entkommst uns nicht. Ich bin eure einzige Möglichkeit, dass die Insel nicht untergeht. Also lasst bleib mich euch umbringen. Finde ich nicht gut jetzt. Ich bin so toll. Und da hinten brennt irgendwas. Ist egal. Jo, das war's. Wir haben alle umgebracht, die man umbringen konnte. Also, nein, nicht alle. Ich weiß. Aber so viele waren es gar nicht. Das ist ja seltsam. Subi, das, was wolltet ihr? Das war ziemlich doof. Einige kann man nicht umbringen. Da merkt man, wie wichtig, also es scheint nur sehr wenig wichtig sind für die Geschichte. Alle anderen kann man umbringen. Es interessiert keinen. Du kannst ein Massenmörder sein. Das heißt, ich weiß nicht, überlegt mal. Würde Hitler sagen, nur ich kann verhindern, dass Deutschland untergeht? Weiß ich ja nicht. Dafür aber irgendwie 95% der Bevölkerung umbringen. Da würde ich dann auch denken, wenn wir untergehen, sterben wir eh alle. Aber sollte man nicht vielleicht zusammenhalten und sagen, du kannst uns mal, dann sterben halt alle zusammen, anstelle ihnen zu viel Macht zu geben? Ich meine, ich bin ein Arschloch gerade. Und ich habe sehr viele Menschen umgebracht. Und das sind, glaube ich, nur noch 2 Frauen. Okay, 3 mit dem, ja, schon gut. 3 Frauen auf der ganzen Insel. Jo, das ist interessant. Und wenn ich jetzt durchspielen würde, wird Patty wieder vom Leben, von den Toten wieder auferstehen? Ich weiß es nicht. Das war's. Das war's mit Risen. Wir gucken nochmal. Komm, gehen wir nochmal rüber und gucken über alles. Über die Welt so rüber. Und stürzen uns dann in den Tod. Wo wollen wir uns in den Tod stürzen? Irgendwo, wo es richtig tief runter geht, würde ich sagen. Weil das hat er verdient. Hier. Und wir können ja ein bisschen schweben. Dann müssen wir nicht runterfallen, sondern dann können wir so ein bisschen schweben und dann fallen wir. Also nochmal so die Insel angucken. Ah, da war die Statue. Wie haben sie die Statue eigentlich aufgebaut? Nee, ernsthaft. Weil dann musste das ein hoher Berg sein und den mussten sie runterhämmern. Naja. Das war Risen. Das war ein Teil. Wir können, na Fred, ist sowieso egal in dem Moment. Und wir... Nein! Und ich kann nicht darüber fliegen. Was soll's? Tschüss!